Es ist doch so heute, ich habe mich auch mit Frauen unterhalten, ne, die richtig blöde angemacht worden sind in der U-Bahn schon. Ne? Weißt du, sitzen dann alleine, fahren abends nach Hause irgendwie von der Feier, kommt ein Typ rein, der ganze Wagen, der sitzen genau dahin, wo sie sitzen. Also weißt du, im Endeffekt als Frau schon gleich kommt der Spruch. Ja. Und er kommt. Ja, Frau wäre ich auch echt nicht Ja? gerne. Frau Er wäre ich kommt. auch nicht gerne. Na, selbst. Alter, da sitzen drei Typen und du kommst rein und die. Was Naja, guckst, okay, gut, Alter, was guckst du mich denn so an? Hast du Probleme oder bist du schwul? Ja, hallo, was machst du jetzt? Ja, ich bin schwul und hab Probleme. Nein, du stehst auf und sagst so, pass mal auf, Alter, jetzt geht's aber ab hier, ne? So, und dann kommst du aus der U-Bahn mit so einen Augen, ne? Ja, so ist es doch. das hat sich aber auch inzwischen geändert, weil du Ja, bist. aber das interessiert die Das doch sind gar Handys, nicht. sind überall so wie die Die, Kameras. Du kannst nicht Timo. mal niesen, ohne dass du gleich an der Ja, nächsten Timo, aber die Haltestelle Typen, die da rausgeworfen einsteigen, wirst. sind nicht nur besoffen, die sind meistens vollgekifft noch. Die wissen noch gar nicht, dass da eine Kamera ist. Die wissen gerade, dass sie in irgendeiner U-Bahn sind, nach Hause wollen, wenn sie es überhaupt wissen. Und jetzt kommt gerade das Opfer, ne? Du. Ja. Ich glaube, ich bin schon zu lange nicht mehr das Ja, Opfer du gewesen. bist schon lange Ja, ich nicht mehr in der glaube, U-Bahn gefahren, ich, ja, ne? ich, nein, doch, doch, Also bin ich ich habe viele letztens Frauen tatsächlich. gesprochen, die echt keinen Bock mehr haben zu fahren. Also abends jetzt, ne? Ne? Das war aber schon, ich würde sagen, vor 20 Jahren war auch schon, fing es schon so langsam an. Und wenn du so um 10:30 gefahren bist, sagen wir von der Innenstadt raus, ne? Das ging, weil da kamen viele Leute aus dem Theater und so und die fuhren nach Hause. Ne? Also war die Bahn voll. Da war nicht die Gefahr so groß. Ne? Aber wenn jetzt die spätere Zeit, ne? Und dann kommen die Aiopais da rein, ja, hallo. Oder wollen sie irgendwie vor ihrer mit ihrem Mädchen da profilieren? Ich bin der Größte. Ne? Wie kann man das ändern? Was würdest du vorschlagen? Revolver an den Kopfschuss gleich. Ja, Gleich ein Kopfschuss. woher so viel Munition? Ja, so viel Munition gibt es gar nicht. Nee, aber du, es gibt ja, ich weiß nicht, wie in Staaten ist es ja so schon, die haben ja alle hier ihre Dose. Ne? Eine Dose mitnehmen und abduschen, fertig. Ja, so schön, Ja. so Oder, was, wo viele sich auch nicht trauen, ja? Die Notbremse ziehen. In der U-Bahn oder S-Bahn. Die denken immer, oh, da müssen wir bezahlen, weil der Zug angeht. Nein, gar nicht. Wenn in der U-Bahn die Notbremse gezogen wird, fährt der weiter bis zur nächsten Haltestelle. Aber das sind ja keine Entfernung. Und dann geht er raus und sieht genau am Licht, wo die Notbremse gezogen wird. Und dann kommt er. Also ist da schon mal eine Hilfe da. Ja gut, Der Fahrer. in der Zwischenzeit können sie dir auch schon ihre Augen gehauen haben oder dich verletzt haben oder irgendwie auch immer. Du sitzt da drin, ruhig und willst nach Hause fahren, bist müde, sagst, morgen muss ich arbeiten. Kenne ich ja auch. Ach, und dann Alles klar. kommt so ein. Oh Ja, nee. aber gab es sowas früher nicht? Doch. Es Aber ist, nicht so schlimm. ja, aber wie kann man das ändern? Also ich meine. Das kannst du nicht mehr ändern. Gut, die Wache da, Betriebswachen, die sind ja nicht überall. Ne? Ich meine, die sind teilweise sehr schnell da, ja. Aber es dauert ja immer noch eine Zeit, bis sie da sind. Deswegen sage ich auch, also wegen Vandalismus sind die immer schnell da. Ah ja, das kann Wenn sein. man dann mit der Sprühdose oder mit einem Edding oder dann so Ja, aber zack, dann weiß ich sind die nicht, Freunde da. einen Moment, dann weiß ich aber nicht, diese Hirnis, die mit dem Schlüssel denn so die So Scheiben sie. Scheinkratzen, Ey, ja, sag mal, was sind okay. das denn für Typen? Sag mal, die haben ja überhaupt kein Spielzeug gehabt als Kind, oder? Ja, ist das doch nicht so? Die müssen doch kein Spielzeug gekriegt haben als Kind. Ha? Das sind doch keine normalen Typen. Was sollst du denn mit solchen Typen machen? Ha? So, jetzt kommst du von Richter, mutwillige Sachbeschädigung. Zweimal im Altenheim vorlesen. So, da lacht er sich doch tot drüber, oder nicht?